Pazifik Eisen. Gibt's aber auch Eisen auf der Karte, meine Güte. Ich glaube, das ist normal im Spiel, habe ich so das Gefühl. So, ich bin wieder auf 89 Meter, da muss ich mich mal schnell da in die Richtung machen. Weil in der Richtung müsste nämlich eigentlich meine Behausung sein. Zumindest, ja, da müssten gleich die Generator kommen. Ja, die Extractor, nicht die Generator, jetzt sehe ich ihn da. Genau, da sind sie. Perfekt. Habe ich nicht noch einen mitgenommen? Ich habe doch noch einen mitgenommen. Die hier sind auch schon wieder völlig ausgelaugt. Sehe ich gerade. Setzen wir da auch noch mal einen hin. Der holt da zwar nicht allzu viel raus, aber... Ah, home sweet home. Wir haben es tatsächlich überlebt und wir haben voll viel Zeug dabei. Wir haben so was von viel Zeug dabei. Meine Fresse. Das ist ja abgefahren. Boah, wie viel Tische und Stühle und alles ich dabei habe. Boah, das ist krass. Warte, den setze ich jetzt erstmal da oben hin. Jetzt wird langsam mal hier. Jetzt machen wir uns das mal hübsch. So, Tisch. Doppeltisch. Dann stellen wir ein paar Stühle dahin. Nee, so nicht. So bestimmt nicht. Dann nehmen wir auch mal weg. So klappt. Perfekt. Dann erst Stühle. Und dann Tische. Na, viel Platz für Tische ist hier aber auch nicht mehr. Hab ich ihn hier gebaut? Das sieht voll kacke aus. Toller Rotz. So. Können Sie hier schön hinsetzen. Und dann können wir jetzt eigentlich mal langsam anfangen, hier ein bisschen auszubauen, ne? So, ich baue jetzt mal... Hier habe ich zwar eine Plantage gebaut, aber ich gehe jetzt nochmal hier rüber. Dann mache da nochmal, glaube ich, hier 1, 2. Dann käme die Tür. Und da kommen nochmal 2. Dann wird es breiter. Hallo? Warum kann ich hier keine Winde mehr ziehen? Soll ich veräppeln? Ich kann noch eine Tür bauen und so, ne? Ach, ich habe auch Kisten mitgenommen. Ja, das wird immer besser hier. Ha. Wird hier aber besser. So, packen wir hier rein. Tische, Stühle, noch eine Truhe und ein paar Leitern. Und dann bauen wir uns mal eine Tür nochmal. Wo haben wir die denn, die Tür? Da ist eine Tür, da bauen wir uns mal eine von. Huch, hier ist noch ein Pflanzpott drin. Und eine große Kiste können wir jetzt auch bauen. Und einen Gucker haben wir ja schon. Komisch, dass man mal Items schon hat. Aber die Pflanzpötte bräuchten wir einen noch ein paar. Da haben wir dummerweise nur einen noch von. Das ist nicht so gut. Ich frage mich gerade, warum ich da nie weiterbauen kann. Weil hier auch kein Teil am Boden mehr weitergebaut wird. Deswegen geht das nicht. Weil ich wahrscheinlich hier das anders machen müsste. Hier müsste ich wahrscheinlich Fußboden reinziehen, damit da mehr Struktur ist. Oder ich muss da Fußboden hinsetzen. Na, viel weiter geht da nicht. Habe ich noch eine Leiter? Ne, die habe ich weggepackt. Hab ich hier reingetan, ne? Genau, die zwei. Könnte man theoretisch von hier aus nochmal da so einen Weg hinbauen. Ja, wir haben zwei davon. Dann könnte man hier eine Mauer einziehen und noch eine Tür machen. Aber das muss man gar nicht. Weil das wäre eigentlich überflüssig. Ich würde lieber da einen Raum bauen. Das muss natürlich alles irgendwo kompatibel sein. So. Ich weiß nur nicht, wie ich es hinkriege, dass der hier jetzt auch...
Offensichtlich so. Ja, dann mach das. Ja, das sieht aber Panne aus jetzt. Okay, was wir brauchen ist Glas. Jede Menge Glas, jede Menge Glaswände. Und dann können wir auch gleich eigentlich nochmal. Das ist der Moment, wo man nochmal einen Gucker. Nee, komm, die machen wir nicht. Nee. Wir schmeißen hier jetzt einfach Sand rein. Wir haben keine Kohle mehr hier drin. Was ist denn jetzt los? Jetzt wird's aber albern. Keine Kohle mehr? Was? Habe ich 75 Kohle verbraten? Wie habe ich das denn geschafft? Boah. Krasser Shit. Das denn wieder hinbekommen? Wie kann ich denn... Ah, geil, ich kann das, die zweite davon bauen. Noch tiefer kann ich jetzt gehen. Zack. Mehr kann ich nicht bauen, weil mir Kupfer und Gold fehlt. Ne, Kupfer fehlt mir, nur Kupfer. Den hier kann ich jetzt... Hier kann ich Remove sagen. Perfekt, ich kriege aber keine Ressourcen wieder, weil wäre ja jetzt einfach gewesen. So, jetzt komme ich bis 350 Meter. Hier ist noch eine Kiste, wo nichts drin ist, ne? Da kommen jetzt mal die rein und der rein. 8 Schaden, 5 Schaden, 3 Schaden. Egal, ich benutze erstmal den jetzt dauerhaft. Was kommt da noch rein? Keine Ahnung. Ist auch egal. So, jetzt kommt nämlich der interessante Teil. Nein, der interessante Teil ist nämlich... Was ich brauche, ist das Ding. Ich brauche jede Menge Gold. Nein, ich brauche Kupfer. Ganz, ganz viel Kupfer brauche ich jetzt gerade im Moment. Das ist die Frage, wo kriege ich Kupfer her? Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Sagt man hier so schön, ne? Wie es so schön heißt. Ist das geil. Kann ich dann in die Richtung noch weiter bauen eigentlich? So. Dann kann ich hier noch ein bisschen Fenster reinmachen. Da kann man da rausgucken. Da kann ich dann sogar noch einen drüber setzen. Und hier habe ich immer blöd gebaut. Und wenn da mal ein Leck reinkommt, habe ich ein Problem. Hätte ich anders machen müssen. Ach gut, jetzt zu spät. Hier kann ich dann... Was brauche ich denn jetzt hin? So, muss ich da jetzt hier noch eine Tür zwischenziehen? Mal gucken, dass ich hier... Kann ich hier... Kann ich aber nichts hinbauen. Ist doch ärgerlich. Dabei habe ich so viele Dinger. Was war das? Ich mache jetzt einfach Pflanzen hin. Planting. Beziehungsweise ich setze hier jetzt mal einen Pflanzkasten hin und packe da jetzt mal, weil ich dabei bin, schon mal Karotten rein. Einmal Carrots. Einmal für die Karotten. Da hinten wird fleißig gesammelt. Ich muss jetzt mal hier die... Hier ist noch eine Kiste. Das ist so übertrieben hier jetzt alles, ey. Meine Güte. Ich hab's aber auch echt übertrieben jetzt. Hab ich das mitgenommen? Ich weiß schon gar nicht mehr, was wo ist. Also jetzt lebe ich hier echt im Überfluss. Meine Güte. Hatte ich ja nicht erwartet, dass das passiert. Hier ist nur Zifretten drin. Hier sind nur Waffen drin. Und hier sind die Sachen von damals drin. Da können wir jetzt noch... Ja, hier sind nochmal 75 Kohle, Leute. Und hier packen wir die rein. Und dann können wir auch nochmal... Glas haben wir jetzt auch wieder welches. Ein bisschen Ausrüstung können wir... Ach komm, jetzt so einen besseren Drill. Okay, ich brauche jetzt mehr Kupfer. Ich brauche Kupfer. Das heißt, ich gehe jetzt her. Es ist gerade Nacht. Natürlich ist Nacht. Wie viele von diesen Extraktoren ich jetzt habe. Ist auch ein Traum. Was ist drin? Was? Also das hat sich jetzt aber gelohnt. Alter Finne. Ist das hier in dem Ding auch nochmal drin? Boah, ist das krass. Was können wir wohin damit? Alter. Ich kann nicht das andere Zeug suchen müssen. Komm, weg damit, weg damit, weg damit. Oh, da ist schon wieder was drin. Wie krass ist das denn jetzt? Wie viel ich davon jetzt habe? Das ist ja der Hammer. Da ist auch nochmal Eisen. Da kommen
gerade Barracudas an. Aber auch nur an und nicht hinterher. Wie mir scheint. Gerade. Glück gehabt. Oder doch? Ach, Mist, verfehlt. Wo sind die anderen? Alter, wie lange halten die denn aus? Komm her, verdammten Barracudas. Kommt der nochmal wieder? Tut er. Au! Mist. Na komm. Ha! Verdammt. Ah, ich habe ihn getroffen. Sauber, sauber, sauber. Problem ist, dass da die Haie jetzt auch nicht lange auf sie warten lassen. Wenn ich hier mit so Zeug rumhüpfe. Oh, guck mal, da wachsen Möhren. Das ist super. So, die Extractor, die sind alle einzeln. Und ich habe voll den Hunger. Da muss ich nochmal jetzt gerade... Wieso habe ich jetzt hier so viel Glas gebaut? Das war auch total sinnvoll. Na gut, bauen wir nochmal ein bisschen Barracuda-Fleisch und essen wir nochmal ein bisschen Fisch. 50. Na, so viel habe ich gar nicht mehr, wenn ich gerade mal so gucke. So, aber ich habe hier oben ja noch Zeug zum Sammeln. Das kriege ich mal. Ich muss Kisten bauen. Ich muss definitiv Kisten bauen. Am besten eine große, die kann ich mir aber nicht leisten, weil ich nicht genug Kupfer habe. Scheiße. Dann halt zwei kleine. Die am besten irgendwo meist. Ich muss mir so wie so eine Lagerhalle bauen jetzt eigentlich. Die baue ich am besten. Ich muss ja auf der Etage bleiben. Baue ich die mal hier lang. Ist das groß genug? Was meint ihr? Kann man mal gucken, wie das von der Seite aussieht. Schon gar nicht so doof eigentlich, ne? So. Es kommt natürlich später noch. Kann ich die auf Tische stellen, die Kisten? Geht das? Ich habe doch oben auch Tisch, ne, gebaut. Ach, kann ich auch das mal ernten. Mein Gott. Kann ich die Kisten da oder da? Ne, kann ich nicht. Kisten kann ich noch auf den Boden stellen. Kein Problem, kriegen wir auch hin. So, zack. Zack. Hier kommt jetzt Eisen. 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 Meine Güte. Das ist echt zu krass. Und Eisen rein. Boah. Hab ich das wieder hingekriegt mit dem Eisen? Das war jetzt super. Ich war so lange in der anderen Gegend, dass es alles von alleine funktioniert hat. Ist aber schön, wenn das alles so klappt. So, ich habe nur die wichtigen Sachen dabei. Die habe ich auch dabei. Die müssen aber hier rein. Ach Quatsch, das sind die, die ich benutze. Ich Idiot. Die müssen gar nicht da rein, weil da zähle ich die für einen Kack. Hört nicht auf mich, ich laber Mist. Hier ist mein Barracuda-Fleisch. Das behalte ich mal für alle Fälle. Ist das hier gekocht, das Barracuda-Fleisch? Ja, dann machen wir drei raus und nehmen das mal mit. Man weiß ja nie. Und jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach Kupfer. Obwohl. Ich muss erst noch hier Kartoffeln. 24 Stück. Ich mag dieses Geräusch von den Walen. Also von den Walfischen. Das finde ich so super toll. Das ist ein sehr, sehr beruhigendes, fast schon meditatives Geräusch. So, man kommt hier rein. Und dann hier die Dinger. Und da können wir direkt so machen. Können wir das so? Ich könnte auch zwei reinmachen, ne? Könnte man... Obwohl. Ich meine, ich kann da eh drüber laufen, oder? Nee, kann ich nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier... Machen wir erstmal so.
Die weg. Die beiden dahin. So, und dann können wir mal, was da reinkommt, das können wir uns immer noch überlegen. Erstmal kommen wir überall nur Kartoffeln rein. Also nicht Kartoffeln, bis auf die drei Möhren da, aber ansonsten Kartoffeln. Und den Rest bringen wir weg. Und dann gehen wir mal Kupfer sammeln. So.